Wir blicken auf das Auswärtige Amt, denn das benennt jetzt einen Sitzungssaal um. Aus dem Bismarckzimmer wird jetzt der Saal der Deutschen Einheit. In diesem Raum treffen sich jeden Morgen die wichtigsten Diplomaten zur Besprechung. Und zu DDR-Zeiten tagten in dem Saal das Politbüro der SED. Nach dem Zusammenbruch der DDR ist das Auswärtige Amt in das Haus am Werdischen Markt gezogen. Aber die Umbenennung sorgt jetzt für Unverständnis, denn es war doch Otto von Bismarck, der 1870 das Auswärtige Amt überhaupt gegründet hat. Genau, deswegen möchte ich darüber jetzt sprechen mit Sven Felix Kellerhoff, Historiker hier bei Welt. Diese Umbenennung, wie ist die einzuschätzen? Vor allem, was ist denn die große Kritik an Bismarck selber, dass man sagt, diesen Namen kann das Zimmer nicht mehr tragen? Also es sind offenbar zwei verschiedene Vorwürfe. Einmal schon etwa seit 2018, also schon von der schwarz-roten Koalition kommuniziert, die Unzufriedenheit damit, dass es in den wesentlichen Sälen des Auswärtigen Amtes keine Frauen gibt. Ist nur ein bisschen schwierig, weil es nur sehr, sehr wenige Diplomatinnen gegeben hat in der Vergangenheit. Und es sollen ja auch die Namen von Diplomaten sein, die diese, oder Ministern, die diese Säle schmücken. Das ist der eine Konfliktbereich, der vorgeworfen wird. Und der andere ist, dass Otto von Bismarck tatsächlich vor der Reichsgründung drei Kriege geführt hat. Aber ich halte beides für ziemlich oberflächlich und für eine gewollte Symbolpolitik, die nach hinten losgeht. Ein neues Symbol ist jetzt der Name dann Saal der Einheit. Ist denn das etwas, wo du sagen würdest, das macht zumindest Sinn, wenn man dem Ganzen einen neuen Namen geben möchte? Das macht gar keinen Sinn. Das macht genauso wenig Sinn wie der 3. Oktober als deutscher Nationalfeiertag. Der ist so blutleer. Natürlich ist es toll, dass wir am 3. Oktober 1990 die deutsche Einheit gewonnen haben. Aber kein Mensch kann da wirklich etwas Feiernswertes erkennen. Dagegen der 17. Juni war ein Tag, der vorherige Nationalfeiertag in Westdeutschland natürlich nur, der für den Volksaufstand in der DDR 1953 stand und damit für ein Aufbegehren von Menschen für ihre Freiheit. Man hätte auch beispielsweise den 9. Oktober als Feiertag, die in Erinnerung an die Leipziger Montagsdemonstration, die erste, die den Durchbruch brachte, benennen können. Aber der 3. Oktober ist blutleer. Genauso wird es mit einem Saal der deutschen Einheit sein. Das löst bei Menschen, das löst ja nicht mal bei mir als Historiker irgendwelche positiven Emotionen aus. Wie soll es dann bei Menschen positive Emotionen auslösen, die wesentlich weniger sich mit Vergangenheit beschäftigen? Wenn wir auf Bismarck schauen, aber auch andere historische Figuren, dann gibt es natürlich Straßen, Plätze, Statuen in ganz Deutschland. Und die Diskussion gibt es auch schon länger über historische Figuren und ihre manchmal doch problematische Vergangenheit, was Kolonialmächte und so angeht. Glaubst du, das ist jetzt der Anfang, dass wir dann am Ende fast alles umbenennen müssen, weil die Geschichte nun mal namensprägend war in Deutschland? Ich hoffe, dass das nicht so ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass wir Zustände wie teilweise in Großbritannien, teilweise in den USA, nicht überall bekommen werden, wo dann auch Bismarck-Statuen oder andere Statuen von großen Männern, es sind fast ausschließlich Männer, die aufgestellt worden sind, im Kaiserreich noch stürzen werden. Das ist für mich kein Umgang mit Geschichte. Mit Geschichte setzt man sich auseinander, indem man weiß etwas darüber, indem man sich mit Literatur, mit Quellen auseinandersetzt und sich dann eine Meinung bildet. Und dann kann man kritisch auf eine Figur, beispielsweise eine Statue von Bismarck oder eine Bismarckstraße, zugehen und sagen, ich weiß jetzt, wie ich mit diesem Mann umzugehen habe, was er Großes geleistet hat, was er aber auch an Fehlern gemacht hat. Und das ist der aktive Umgang mit deutscher Geschichte. Wir reden ja nicht darüber, eine Goebbels oder eine Hitler oder eine Göringstraße zu beseitigen. Das geht natürlich nicht, aber das gab es schon unmittelbar nach 45 nicht mehr. Das ist klar, dass das umbenannt werden muss. Aber eine Bismarckstraße, Bismarck gehört zur deutschen Geschichte und er ist keineswegs eine so negative Figur, auch wenn er drei Kriege geführt hat. Also das ist einfach ahistorisch, ihn auf dieses Niveau des unbedingt Umzubenennenden zu verlegen. Eine Diskussion, die sicherlich noch weiter geführt wird. Vielen Dank für deine Einordnung. Ja.